Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Chasers. Wir haben letztes Mal eine ganze Menge gemacht, den Licht gekillt. Schrein der Erfahrung, das ist natürlich scheiße, dass ich das jetzt erst gemacht habe. Aber man kann natürlich nie wissen, welche Buffs das sind, die man da bekommt. Weg mit euch. Voll in die Fresse, ey. Flinker Klapperknochen oder Klapperknochen? Ah, ich nehme mal den hier. Ah, diese pinke Waffe sieht so geil aus. Die lila Waffe. Pink ist es ja nicht, sehr lila. Einfach mal weiter ihn an. Ich weiß nicht, ob ein Dings ihn getötet hätte, Garrison. Ah ja, hätte er. Gut, egal. Zack! Alles super. 148 Leben kriege ich nach jeder Runde. Zerflattertes Eisenfell. Sehr schön. Das habe ich gebraucht, um irgendein Mega-Item zu craften. Ich habe auf jeden Fall noch einen gehört hier in der Nähe. Ein Skelett, da unten ist eins. Zwei sogar. Lysalot Nachtwolf. Lampfrom. Na, okay, mach's mal Skelett. Ich glaube, es ist schneller zu töten. Noch ein Hieb. Gibt's nicht. Also mit dem Licht hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das wirklich explodiert, ne? So wie es halt auch da stand. Aber wahrscheinlich, wenn noch Leute am Leben gewesen wären. Also wie halt die Leichenexplosion, nur halt, wenn er gestorben wäre. Und wenn natürlich beide am Leben gewesen wären und mir jeweils 2000 Schaden gemacht, dann hätte Galli trotzdem überlebt. Dafür, das habe ich ja so vorbereitet gehabt. Aber wäre heftig gewesen. Hätte ich zwei Wiederbelebungsflakons nutzen müssen. Und dann, ja, das wäre bei dem Viech echt gut gewesen. Bei dem Licht. Wenn wir da die Erfahrung genutzt hätten. Ah, schon cool. Ramponierte Schatzkarte. Speerspitzenförmige Insel, abgestorbene Trauerweide. Herz des Dunkels, dieser reine schwarze Edelstein beherbergt die Seelen verschiedener mächtiger untoter Zauberer und man kann mit ihm den Elfenbeinsarkophag aufsperren. What? Okay. 118 Ausdauer. Rüstung, die von einem gefallenen Paladin-Erzmarsche getragen wurde, gibt ihrem Träger Kraft, seine Feinde abzuwehren. Erzeugt in jeder Runde 10 Kraftreserve. Er kriegt 600 Leben wieder dazu. Drachenherz Phylakterium. Dieser uralte, aus einem Drachenherz gebildete Reliquie wurde von dem Licht Belevros als Werkzeug der Nekromantier benutzt. Bei seinem Tod wurde seine Verbindung zu dem Phylakterium getrennt, sodass nur das Herz zurückblieb. Alter, die Rüstung. Der hat aber 1834 Leben. Jo, bist du ja immer Tank, wa? Heftig. Achso, hier waren wir schon. Nice, scheiße. Love it. Ey, gibt's so mächtige Items, das ist so krass. Stufe 23 Item. Jetzt dürfte ich keinen Schleim. Genau, weil ich jetzt nicht vom Schleim getroffen wurde. Sehr, sehr nice.
Genau. Mit Pfeilsalbe. Kann man ja wegen die Feuerkugel skillen, ist in Ordnung. Die Punkte kriege ich eh sehr schnell wieder. Und die werden alle ein bisschen verbrannt. Ach verdammt, der lebt noch. Lähmendes Gift. Wenn diese Schwächung endet, wird das Opfer betäubt. Das Ausführen einer Aktion vermindert die Dauer um 1. Boah, dann reinige dich mal. Ich will nicht gestunt werden, das ist doof. Zu spät, viel zu spät. Alles viel zu spät. Alles doof. Und damit ist der XP-Buff weg. Tschüssi, XP-Buff. Du warst cool gewesen. Das ist, glaube ich, das Movement, was ich mit denen. Genau. Oh, jetzt ist aber echt eine schwierige Entscheidung. Eilewert und Angriffsstärke. Ausdauer und Angriffsstärke, Eilewetter und Angriffsstärke um 12, ist aber nicht so viel, wa? Standhaftigkeit hatte ich gehabt, Ausdauer um 43, Angriffsstärke um 21. Weil natürlich bei Dings Garrison jetzt das hier besser wäre. Wobei, guck mal, über das hier mal haben wir nicht. Machen wir nur das, wo wir Item-Dingensen haben, die Materialien dafür. Magische Abwehr. Moloch steigert die physische Abwehr und die Angriffsstärke. Steigert den Crit-Wert. Level 13 Item, ja, das finde ich so geil. Aber 100% Erfolgschance, hm. Ich brauche aber für ihn nicht wirklich Dingensen, nicht mehr Leben. Er braucht es nicht. 10% Chance. Das wäre auch nicht schlecht. 94 nachhaltigen magischen Schaden zu verursachen. Nehmen wir das mal mit. Boah, 10 seltene Teile brauche ich dafür. Okay. Steigert die Ausdauer und die Angriffsstärke um 43. Nimm mal gezähmte Krallen mit, ist okay. Und für Calibretto. Ich glaube auch das hier, oder? Kann nicht schaden. Ich habe nicht darauf geachtet, ob die es irgendwas schon vorher hatte. Ich glaube aber nicht. Rüstung steigert den Eilewert um 94 und den. Boah, krass. Und den Ausbrechenwert um 787. Magische Abwehr steigert Ausdauer und die Angriffsstärke. Das ist schon am besten. Steigert die Eilewert um den. Erstmal, hier seht ihr immer unten rechts in der Ecke, haben alle drei nichts. Das heißt, wir können allen drei was geben. Wir können sie wahrscheinlich allen drei geben, diesen Stat. Weil natürlich Ausdauer um 3 von der Angriffsstärke nochmal steigern, auch nicht schlecht wäre die Erzpaladin-Rüstung. Ich glaube, die werde ich nie wieder.
nie wieder ändern können, weil die einfach so fette Stats hat. So, Reiterumhang war sie gewesen. Die Mana-Flut-Panzerung nehmen wir auch noch mit. Was die Erzpaladin in Rüstung bringt, Alter. Meine Fresse. Was die für Stats hat. Ja, genauso wie die hier. Nicht übel, aber auf jeden Fall mitgenommen. 2061, 2048, 1058 Leben. Wir sind schon ganz ordentlich dabei jetzt. Haben wir noch was zum Lesen mit? Brist of Krugs Testamente. Hier scheint es sich um ein hastig geheim gekritzeltes Testament zu handeln. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Meiner geliebten Frau Karen hinterlasse ich sehr wenig, da ich nur sehr wenig anzubieten habe. Bitte akzeptiere das Zeugnis meiner Liebe. Es ist nicht viel, ich weiß. Jemand möge sich bitte um meinen alten Hund Corella kümmern. Ihr Fell mag grau und verblichen sein, aber sie war immer zuverlässig, wenn auch nicht sehr sauber. Ich hätte sie öfter waschen sollen. Meinen Kindern hinterlasse ich, was sie verdienen. Alles, was ich habe, was nichts ist. Unterzeichnet Brist of Krugs. Das hat auch wieder ein bisschen mehr Schaden, 141, sehr gut. Okay, wir erstmal die Grabspinne, würde ich sagen. Nicht, dass sie betäubt wird. Zerreißen. Kannst du mal wieder allen komplett heilen, ne? 400 bei allen. War nicht schlecht. Ich hoffe, das tat weh. Schon wieder seltene Teile. Nützlich, nützlich. Noch eine alte Schatzkarte. Die primitive Zeichnung der südlichen Wildnis ist so gut wie ausgebleicht. Nur ein paar Worte lassen sich noch entziffern. Lieblingsweg, Steinbrücke westlich des Torbogens. Werden wir mal gucken, wann wir raus sind. Ach. Eine kleine Falle. Okay, verarsche. Wo geht's hier lang, ne? Okay. War da nicht gerade was? Ach so, das Tor. Kann ich von da oben reingehen? Na, haben wir noch ein Gegnerchen? Haben wir hinter mir. Unsichtbar. In der Tat wieder unsichtbar. Du bist ein Dreckstyp. Verspotten wir dich mal. Patsch! 450 Schaden. Wie wär's mit Runde 2? Naja, ein kleiner Gegner. So, okay.
Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Zeit ist nämlich rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Battle Chasers. Ich danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.